Heute ist Montag und ich starte heute mit dem Programm The Buddy. Warum ich mich für einen Montag entschieden habe, dazu kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall solltet ihr ein paar Tage vorher schon mal reingucken, um einfach zu verstehen, wie das aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert, um euch auch vorzubereiten. Und ich dachte, ich wollte halt diesen ersten Tag auch nochmal zum Anlass nehmen, um euch nochmal ein bisschen was darüber zu erzählen. Und zwar habe ich mich, nachdem ich mich angemeldet habe, muss man natürlich erstmal ein paar Angaben machen über sein Essverhalten, über sein Fitnesslevel, über seine Ziele, natürlich auch Gewicht, Schlaf und Aktivitätszeiten, also auch wie viele Stunden ihr schlaft, wie euer Aktivitätslevel so im Alltag ist. Dann hat man so Einführungsvideos bekommen zum Thema Ernährung, Sport und auch zum Thema Motivation. Das wird nämlich hier auch aufgegriffen und das finde ich richtig, richtig gut. Dazu aber gleich auch noch mehr. Was ich richtig cool finde, ist die Transformationsgalerie und das werde ich auf jeden Fall auch nutzen. Ich habe heute Morgen schon ganz, ganz hässliche Fotos von mir gemacht, die ich jetzt gleich in der Transformationsgalerie noch hochladen werde. Und ich bin gespannt, wie sich das so in dem Zeitraum entwickelt. Und ich habe wirklich also nichts verschönert. Ich habe da auch, mein Bauch ist da nackelig. Keine Klamotten, die das irgendwie ein bisschen, ne, retuschieren oder so. Also wirklich so die nackte Wahrheit. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen verändern wird. Aber das ist halt auch eine gute Motivationshilfe einfach, so eine Transformationsgalerie. Finde ich richtig, richtig cool, dass das halt in dem Projekt gleich integriert ist. So, dann habe ich mir das alles mal ein bisschen genauer anguckt und auch für euch mitgeschrieben, damit ich hier nichts vergesse. Zum einen gibt es einen Kalender. Dort könnt ihr eure Ziele eintragen, also sowohl eure Wochenziele als auch eure Tagesziele. Dort könnt ihr Termine eintragen, private, geschäftliche, eure To-Dos. Das werde ich zum Beispiel nicht nutzen. Aus dem einfachen Grund, weil ich das schon mache. Ich habe einen mega dicken Planer, den habt ihr auch schon mal gesehen. Und da trage ich das sowieso schon alles ein. Ich bin so ein Mensch, ich brauche das alles organisiert und ich bin ein Listenmensch. Ich schreibe ganz viele To-Do-Listen und so Kram. Und schon einfach durch die Kinder muss ich organisiert sein und meine Termine, meine Ziele, meine To-Dos im Blick haben. Und ich finde es Quatsch, es doppelt zu führen, also sowohl in meinem Kalender als dann jetzt auch nochmal hier bei The Buddy. Und ich bin sowieso ein Mensch, ich schreibe es lieber handschriftlich auf. Deswegen belasse ich es einfach bei meinem persönlichen Kalender. Finde es aber eine richtig klasse Sache, weil ich finde das auch mega wichtig. Nur so schafft man es auch einfach dann den Sport in seinen Alltag auch zu integrieren und das ein bisschen lockerer zu nehmen. Und deswegen solltet ihr das unbedingt nutzen, wenn ihr es nicht so schon sowieso tut, so wie ich das mache. Dann gibt es was richtig Cooles, ein Life-Balance-Board. Eine Achtsamkeitsampel. Und zwar jeden Tag am Abend reflektiert ihr einfach nochmal euren Tag. Also man vergibt dann so Punkte. Eins ist wenig aktiv und 10 war sehr aktiv zum Beispiel oder sehr gut. Und dort könnt ihr auch Ideen und Erkenntnisse eintragen, tolle Ereignisse von dem Tag und wofür ihr dankbar seid. Dann gibt es auch noch eine Wochenreflexion, das ist dann quasi so eine Zusammenfassung von jedem Tag. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Das liest man ja auch oft, ne? Dass man sich jeden Tag bewusst sein soll, wofür man alles dankbar sein kann und dass man eigentlich ein tolles Leben hat, so im Rückblick. Und genau, das finde ich auch richtig cool. Und dann habt ihr nochmal einen Trainingsüberblick und auch nochmal so eine Tabelle, wo ihr Gewichte und Maße eintragt. Das werde ich nämlich jetzt gleich noch als nächstes mitmachen. Was ich dann halt, wo ihr dann, ne, wöchentlich das neue Gewicht und die neuen Maße eintragt und dann berechnet euch das Programm dann auch die Differenz. Also ihr habt hier halt wirklich alles in einem. So, wo ich angefangen habe, ich habe das halt alles extra gehabt. Ich hatte meinen Kalender, ich hatte quasi mein 365-Tage-Tagebuch, wo ich auch sowas einschreibe wie, wofür bin ich dankbar und so. Und ich hatte halt noch ein Notizheft, wo ich meine Maße und alles eingetragen habe. Und so habt ihr das halt alles zusammen. Das ist wirklich richtig praktisch. Und dann habe ich noch ein schönes Zitat letztens gelesen. Gewonnen hat immer der, der lieben, dulden und verzeihen kann. Das fand ich richtig gut. Genau, und meine ersten Schritte heute sind also, die Fotos habe ich schon gemacht, die werde ich jetzt in die Transformationsgalerie hochladen. Werde meine Gewichte und Maße noch eintragen. Und ja, warum ich mit einem Montag gestartet habe, ist ganz einfach. Ihr habt immer, ein Tag ist, ich weiß jetzt nicht, wie es anfängt, ne? Kann sein, dass ich jetzt durcheinander haue. Ein Tag ist Push-Training, der andere Tag ist Pull-Training. Dann habt ihr frei, dann habt ihr wieder Push, dann wieder Pull und dann habt ihr nochmal zwei freie Tage. Und es passt für mich einfach so vom Organisatorischen besser, wenn ich das Wochenende frei habe. Und deswegen starte ich einfach an einem Montag. Das könnt ihr halt anpassen, wie es für euch am besten passt.
Und ich starte halt heute mit meinem ersten Trainingstag, auch mit dem ersten Ernährungstag quasi. Ich habe mir das schon mal angeschaut, von der Ernährung her. Und es passt zu dem, wie ich mich jetzt auch schon so die letzten Wochen ernährt habe. Da bin ich sehr froh, dass ich da nicht irgendwie komplett was umstellen muss. Das wird mir also auch nicht schwerfallen. Und ich bin auf das Sportprogramm heute gespannt. Das soll so 45 bis 60 Minuten lang sein. Das ist quasi mehr, wie ich jetzt in letzter Zeit mit Jillian Michaels trainiert habe. Das war ja immer nur so eine halbe Stunde. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich starte mit den Gewichten, die ich da habe, habe aber schon auf meiner Amazon-Wunschliste so ein, das zeige ich euch auch dann, wenn es dann da ist, wo ihr halt die Hanteln habt und verschiedene Gewichte dann dran schrauben könnt, damit ich das Gewicht einfach dann erhöhen kann, was einfach auch Basis dieses Programms einfach ist. Und das ist das Einzige, was ich mir halt zusätzlich kaufen muss. Eine Matte habe ich ja sowieso schon da und mehr braucht ihr halt auch nicht. Ein Springseil noch wäre gut, das hatte ich auch schon da. Und das ist halt ganz gut. Und das ist das Einzige, was ich mir zusätzlich kaufe. Und das war jetzt auch nicht so teuer. Das ist halt nichts, was ich jetzt sage, das brauche ich nur die paar Wochen und dann nie wieder. Nein, das benutzt man ja nachher auch noch weiter. Das kann auch Manu mit benutzen. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann, wenn es auf jeden Fall da ist. Und genau, ich werde mich jetzt nochmal vermessen und das alles in die Tabelle eintragen. Und trainieren werde ich heute Abend. Morgen werde ich schon mittags trainieren, weil ja Dienstagabend Fußball Deutschland spielt. Ihr seht das Video sehr viel später, aber an diesem Dienstagabend hat Deutschland gespielt und deswegen werde ich dann einfach schon mittags trainieren. Das müsst ihr dann halt auch so für euch schauen, ne? Dass ihr wisst, was ihr am Tag vorhabt und wo ihr das Sportprogramm einbauen könnt. Und ich bin sehr gespannt, ich werde euch dann berichten, wie die erste Sporteinheit auch für mich war. Ich habe gerade meine Maße eingegeben und mein BMI ist 31,59. Ich glaube, das ist richtig, richtig mies. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt so, das sind quasi die Startwerte und dann 6 Wochen lang korrigiert man die dann hoffentlich nach unten. Bin ich jetzt sehr gespannt. Und jetzt kümmere ich mich noch um meine Transformationsgalerie. Boah, die Bilder sind so gruselig, die ich heute Morgen gemacht habe, ne? Das kann ich euch, ich weiß noch nicht, ob ich euch das jemals zeige. Vielleicht dann am Ende, dass ihr seht, was am Ende vielleicht bei rausgekommen ist. Ich habe gerade mein zweites Push-Training absolviert. Das habe ich heute sogar mittags gemacht, weil heute Abend kommt Fußball. Und deswegen wollte ich das einfach schon erledigt haben. Ist auch nicht schlecht, so mittags zu trainieren, muss ich sagen. Und weswegen ich jetzt eigentlich die Kamera angemacht habe, ist, meine Hanteln sind heute gekommen. Die habe ich gestern bestellt, total krass. Und die waren heute schon da, habe ich euch ja davon erzählt. Also das sind halt die Hanteln, die ich schon zu Hause hatte. Das sind so stinknormale Kurzhanteln, 2 Kilo, die ich halt auch immer früher für Jillian Michaels gebraucht habe. Die kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Aber für das Programm, da muss man ja Gewicht aufbauen. Also immer wieder neues Gewicht, mehr Gewicht drauflegen. Und deswegen brauchte ich andere Hanteln. Und die zeige ich euch jetzt mal kurz. Man hat halt quasi diese Teile hier. Und dann kann man die Gewichte individuell halt da draufschrauben, wie viel man halt braucht. Also ich habe 4 1,25 Kilo Scheiben und 4 2,5 Kilo Scheiben. Und da kann man sich das halt dann, da kann man halt aufbauen quasi. Also ich habe, bei manchen Übungen braucht ihr wirklich auch die Kurzhanteln, weil das mit denen einfach sich gar nicht macht. Und mit den Hanteln habe ich heute halt angefangen mit jeweils 2,5 Kilo an Scheiben, also Gewicht an Scheiben, aber die Stange in der Mitte wiegt ja auch nochmal was. Aber ich weiß gar nicht, wie viel, ehrlich gesagt, ob das 1 oder 2 Kilo sind. Damit habe ich heute begonnen und da werde ich jetzt halt peu à peu dann immer wieder irgendwie das Gewicht erhöhen, wenn ich merke, es wird zu einfach. Wochen von The Body sind vorbei und ich dachte, ich gebe euch mal wieder so ein kleines Update. Also vom Sportprinzip her ist es halt so ganz anders wie das, was ich bisher gemacht habe. Man hat halt diese 4 Tage, gut, mittlerweile sind es 5 Tage, der Sonntag ist jetzt zum Cardio-Tag noch geworden, da macht man noch eine halbe Stunde Cardio. Aber es ist halt dieses Push-Pull-Prinzip und man trainiert nicht jeden Tag, was mir sehr, sehr gut gefällt,
Aber auch die Art und Weise des Trainings. Also ich habe halt nicht mehr irgendwie ein Video nebenbei laufen, wo jemand mit mir mittrainiert, sondern ich mache das halt für mich alleine, was mir auch gut gefällt, weil ich schaue mir dann nebenbei eine Serie an und mache dann halt da meine Übungen und trage das dann ins Logbuch ein. Ich bin da halt auch viel flexibler, sag ich mal. Also wenn ich zum Beispiel abends mache und dann doch nochmal ein Kind was von mir möchte, kann ich halt unterbrechen und weitermachen. Das war bei Jillian Michaels immer so ein bisschen blöd, fand ich. Von daher gefällt mir das richtig gut. Die Übungen variieren natürlich nicht so stark, weil es geht ja darum, in den bestimmten Übungen dann einfach an Gewicht zum Beispiel zuzulegen von den Hanteln. Von den, ich sag mal, Cardio-Elementen hat sich jetzt so ein bisschen was geändert. Ist wesentlich krasser geworden, was mir schon recht schwer fällt. Aber ich wollte euch mal was zu meinen Maßen sagen, weil die kann man ja da so toll eintragen. Und ich habe das gerade mal geöffnet. Und zwar beim Gewicht hat sich leider gar nichts getan. Da habe ich sogar ein Kilo zugenommen nochmal. Aber ich habe an Brustumfang in zwei Wochen habe ich Brustumfang schon 8 cm verloren. In der Taille 4 cm. Bei der Hüfte sind es 6 cm. Bei den Oberarmen hat sich nichts getan. Dafür habe ich bei den Oberschenkeln jeweils auch minus 2 cm. Und damit bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Und das in 2 Wochen finde ich gut. Ich hoffe, es geht denn jetzt auch beim Gewicht so ein bisschen runter. Aber das liegt, glaube ich, auch darin, also so die Hauptmahlzeiten fallen mir von der Ernährung wirklich sehr, 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 sehr leicht. Womit ich immer noch Probleme habe, sind die Süßigkeiten. Ich hatte ja schon erzählt, sie dürfen nicht im Haus sein, sonst esse ich sie. Da hatte ich ja mit Manu die Vereinbarung, er kann sich was kaufen, aber er muss das dann halt irgendwo hinräumen, wo ich nicht weiß, wo es ist. Und dann klappt es gut. An die Süßigkeiten von Vince gehe ich gar nicht ran, die interessieren mich null. Wir hatten jetzt aber mal das Problem, dass ich Muffins da hatte, weil wir Besuch bekommen haben. Also es war geplant, dass wir Besuch bekommen und das hat dann nicht funktioniert. Und dann hatten wir die Muffins da und ich musste diese Muffins essen. Ganz, ganz schlimm. Ich habe da so überhaupt gar keinen, wie soll ich das sagen, gar keinen Willen quasi, das zu unterdrücken oder so. Ich muss die dann essen. Also ich habe da überhaupt gar keine Willensstärke. Und dann hatten wir natürlich das Eis, das Problem, es war heiß, wir hatten Eis da. Das Eis war eigentlich für Vince und Manu, aber ich habe es natürlich mitgegessen. Das ist genau dasselbe Problem. Wenn es da ist, esse ich es auch. Da kann ich nicht gegen an. Weiß ich nicht. Ist ganz, ganz schlimm. Bin ich auch sehr unzufrieden mit mir. Deswegen ist jetzt auch kein Eis mehr da, sondern, also es ist schon Eis da, aber selbstgemachtes. Das ist nur mit Joghurt und Früchten. Nichts anderes, kein sonstiger Zucker oder so. Das Gute ist, dass Manu das schmeckt und dass auch Vince das schmeckt und dass er das sehr gerne isst. Und deswegen werde ich auch kein anderes Eis mehr kaufen und ich hoffe Manu auch nicht, weil wenn es dann da ist und da weiß ich, wo es ist, wir haben nun mal nur eine Kühltruhe, wäre es dann blöd. Aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich bin so von den Maßen erstmal sehr, sehr zufrieden und es macht nach wie vor Spaß und das ist das Wichtigste. So, mein abschließendes Fazit für die ersten 3 Wochen. Also ich bin aktuell in der 4. Woche des Projektes und ich habe gerade nochmal gemessen. Beim Gewicht hat sich leider immer noch nichts getan, also das ist absoluter Stillstand. Dann bin ich jetzt, wie gesagt, bei der Brust, habe ich minus 8 cm in den 3 Wochen abgenommen. Taille sind minus 3, Hüfte sind minus 6 cm. Oberarme war minus 1 cm. Und bei den Oberschenkeln hat sich ein bisschen was getan. Da bin ich jetzt bei minus 4 cm. Es könnte besser laufen, finde ich, gerade auch so beim Gewicht. Aber huch, da ist halt immer noch so dieses Süßigkeitenproblem, nehme ich an. Und ich habe jetzt die letzten 3 Tage keinen Sport gemacht, weil, wie man hört, bin ich erkältet. Wenn es nur das Schnupfen wäre, hätte ich wahrscheinlich was gemacht. Aber dadurch, dass ich auch Husten habe, möchte ich das lieber auskurieren. Vor allem das Problem ist, dass das so eine... Also Vince hat angefangen, dann bin ich krank geworden, dann ist Svea krank geworden. Das ist bei einem 3 Monate alten Baby mit Husten echt kein Witz. Und deswegen müssen wir auch gesund werden. Also es bringt mir nichts, wenn ich kurz gesund bin und dann wieder krank werde und dann wieder die Kinder anstecke. Deswegen muss ich da jetzt diszipliniert quasi sein und das auskurieren und wirklich warten. Also ich weiß noch nicht, heute ist Dienstag, heute lasse ich den Sport quasi nochmal ausfallen. Mittwoch ist ja sowieso frei. Ob ich dann Donnerstag wieder einsteige, das entscheide ich Donnerstag dann wirklich spontan. Also wenn so ein bisschen Schnupfen noch ist, das wäre okay. Aber der Husten muss halt echt weg sein. Das werde ich dann sehen. Aber ja, man hat halt immer dieses Gefühl, so geht es mir immer und ich kenne das auch von einigen anderen, wenn man dann halt krankheitsbedingt so ein paar Tage aussetzt, hat man dann immer das Gefühl, gleich wieder dick zu werden, was total Quatsch ist. Die Muskeln, die man aufgebaut hat, die verbrennen ja trotzdem Fett.
aber man hat halt das Gefühl, nicht weiterzukommen, wieder stillzustehen, wieder dick zu werden. Das ist total dämlich, aber es ist halt so eine Kopfsache und es nervt mich halt einfach gerade so ein bisschen, dass ich da nichts machen kann. Aber wir werden sehen. Ich habe ja noch ein paar Wochen vor mir, wie es dann weitergeht. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob euch diesmal dieses... Ich habe ja diesmal das Update eher in so einem Vlog gemacht, nicht so wie die letzten Male, wo ich mich vor die Kamera gesetzt habe. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was euch vielleicht besser gefallen hat. Ich weiß noch nicht, wie ich es beim nächsten Mal mache. Ob ich auch wieder so mit vlogge oder ob ich mich dann wieder vor die Kamera setze. Schreibt mir mal, was euch besser gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächsten Monat dann wieder. Und da werde ich euch dann ein abschließendes Fazit zu The Body geben.